Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler und Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Surviving the Aftermath. Wir haben beim letzten Mal ein paar Angriffe überstanden, wobei, die werden immer noch angegriffen, wie es aussieht. Ja, hier, guckt euch das mal an. Unsere Wachen greifen allerdings ein, wie mir scheint. Wobei sie da ein bisschen rumbuggen gerade eben. Wir haben Hoover-Skateboards. Ganz offensichtlich. So, wir haben über unsere Feinde triumphiert. Fantastisch. Ausgezeichnet. Gut. Eieieiei. Da sehen wir mal quasi, für was wir die Wachen brauchen. Ne? Das hätte übel ausgehen können, ist es aber nicht. So, warte mal. Haben wir jetzt eigentlich... Nee, das wird immer noch nur gebaut. 64%. Mit diesen Ruinen nichts anfangen können. Die sind einfach nur da. Was? Also man kann nicht mal anklicken, ne? Das heißt also, wirklich nichts wirklich. Ist das jetzt hier schon durch? Ach, das ist... Warte mal. Nee, das ist okay. Hier jagt die Gute. Macht Fallen und so weiter und so fort. Hier sammeln wir immer noch ein bisschen Fleisch ein. Ich will mir überlegen, ob ich dieses... Ja, komm, zur Not haben wir die beiden. Ja, zur Not ist es schon gut, wenn wir beide haben, würde ich sagen. Come here, help. Der braucht echt mal ein bisschen Pause, glaube ich. Brauchen alle demnächst mal ein bisschen Pause, meine Spezialisten. Ich habe die jetzt schon ordentlich strapaziert. Der kann halt echt diesen Scheiß auch noch reinkommen. Hier sind überall Kakerlaken, die ich noch einsammeln kann. Way! Lass mich raten. War ja klar. Komm, lass uns Kakerlaken einsammeln hier. Der Weg ist so schön kurz. Da kenne ich nichts, Freunde. Om nom 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 nom. Die sind so schön kross. Oh Mann, nicht zu viel lachen. Das löst nur Huster aus. So, mein Lagerhaus ist fertiggestellt. Ja, das sammelt einfach nur Zeug. Da kann ich jetzt einstellen, was hier... Ich kann Ressourcen anfragen zum Beispiel. Und bestimmte Ressourcen hier einfach einzufangen. Wir sehen, es gibt auch hier besondere Waffen. Okay. Good to know. Ist aber alles noch im Rahmen, so wie es aussieht. Also wir können die Geschwindigkeit auf Mittel wieder erhöhen. Nehmen in der Zwischenzeit hier diesen Bären weiter aus. Endlich wieder bei vollen Kräften. Ja, die erste Lagerstätte. Das erste Kakerlake ist leer. Das erste Kakerlakenlager ist leer. Ach, ist das schön. Und jetzt noch den letzten hier, ne? Kümmert sich da noch jemand drum? Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Sachen gerade eben zu tragen. Aber so haben wir jetzt so ein bisschen jetzt hier den Osten gesichert. Ja, hier gibt es keine Lagerstätte mehr. Also Arbeitszone verlegen, um diesen Klabberadatsch hier einzusammeln. What you need? Ihn lasse ich jetzt nicht mehr einsammeln, weil das machen jetzt die Arbeiter. Er kann sich um die weiteren Rattenkäfer kümmern. Die ich sehr, sehr hasse. There are survivors at the gate. Was? Es gibt Überlebende? Moment. No there. A ragged bunch shuffles slowly towards the gate. Es sind einfach nur 4 Kinder. Die bringen tatsächlich 3 Jagdgewehre mit. Und Metall. Und Schutzkleidung. Das sind die härtesten Kinder, die mir jemals begegnet sind. Die nehme ich natürlich sofort rein. We've reached a milestone.
So, wir sind jetzt offiziell eine Kleinstadt dadurch jetzt geworden. Wir haben 15 Kinder. Ich habe halt keine Ahnung, wie lange die brauchen, bis sie erwachsen werden. Wir müssen aber ihnen jetzt natürlich auch eine Unterkunft bauen. Komm, machen wir eine Notunterkunft? Oder kann ich diese Dinger hier upgraden inzwischen schon? Die Zelte kann ich leider nicht upgraden. Ja komm, machen wir noch ein ganz normales Zelt hier hin. Einfach hier noch ein ganz normales Zelt. Das ist genau die Menge, die wir brauchen. Your command. Er ist hier und macht jetzt das für ihr alle. Ist das ein hässliches. So, jetzt machst du das hier noch weg. Und dann gibt es nur noch einen Rattenkäfer. Der flieht irgendwie sogar. Das finde ich jetzt kurios. Okay, wir haben es erledigt. So, wir haben unsere Feinde da draußen besiegt. Perfekt. Was gibt's denn da noch zu holen? Noch mehr Werkzeuge. Also du machst jetzt das da. Und du kannst jetzt... Ach, ich muss hier einen Forschungsaußenposten jetzt bauen. Warte mal, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wo ist hier ein Bau... eine Bauoption? Keine Ahnung, ich schick sie jetzt erstmal wieder zurück zur Kolonie. Also es muss ja irgendwie einen Button dafür geben, ne? Forderungsanzeige. Das ist ja das eine dieser neuen Features. Gemeinschaften. Nö. Ja, wie baue ich denn hier sowas? Kann ich unten legen, also hinter mir, also ihr seht es unter mir, das ist nur so, auswählen, Aktion. Aber ich kann hier nichts auswählen in dem Sinne. Ich habe es gerade eben erst gelesen, ne? Ich muss also einen Forschungsaußenposten in den Sektor zu bauen, um mein Wissen zu erhalten, das er enthält. Aber wie gesagt, woher? Also beziehungsweise, wie baue ich das? Ich sehe nirgendwo ein Menü, das mir das ermöglicht. Ist gerade ein wenig rätselhaft. Keine Ahnung, müssen wir doch irgendwann mal rausgehen. Also ich sehe einfach keine Option. Nirgendwo. Sonstiges? Nö. Sektorinfo steht ja nur dran, bebaubar, ne? Aber mehr kann ich nicht tun. Ne, da ist... Wie? Keine Ahnung. Irgendwelche andere Buttons? Ich weiß es nicht. Nee, ich komme gerade eben nicht dahinter. Komme nicht dahinter, was ich tun sollte. Naja, was soll's. Macht mal hier noch weiter. Macht's mal da ein, dann könnt ihr noch mehr in diesem Zelt rein. So, das Zelt hier ist fertiggestellt. Muss man gerade mal gucken in die Forschung. Ist das was Besonderes, was ich dafür dann brauche? Zentralisierte Reparaturen? Nein, das kann wäre planen. Spulen Tavernen. Überwachungswagen.
Starbase, Welt. Gräben und Handelsposten. Okay. Keller und Forschung. Wohnraum und Hotlines. Bombenbunker. Ach, du Ahns. Nee. Stockbetten, schwere Planen, Schule, gemeinsames Leben, Baracke, Baracke, Wohnhaus, was ist Wohnhaus? Denkmal, Raufgrube. Ich hab doch hier schon was in dieser Grenzaußenposten. Aber das ist das nicht das, was ich brauche, allgemeines Lager. Wahrscheinlich habe ich das noch nicht. Aber die Frage ist, wo bekomme ich das her? Dampfsauna, Sauna, Blitzerblätter, Blitzturm. Katastrophenprognose. Festung, Hauptquartier. Also ich weiß es gerade eben nicht, tatsächlich. Ich weiß es tatsächlich gerade eben, wie ich dieses Ding bauen sollte. Weil dieses Baumenü, was ich jetzt hier da hatte gerade eben, habe ich hier ja nicht. Your orders. Ich lasse es erstmal ihn hier diesen Job zu Ende machen. Vielleicht brauche ich dafür einen Helden, aber ich sehe halt die Helden dazu nicht. Ich sehe nicht, dass die Helden das können. Also es ist nicht erkenntlich. Ich damit sagen. So, übrigens können wir jetzt mal hier. So, ja, dafür bräuchten wir ja auch. Wellblech. Gute alte Wellblech. Es ist immer im Weg. So, wir werden uns jetzt mal auch um einen Förster hier bemühen. Denn wer A-Holzen sagt, muss auch aufforsten sagen. Oder so ähnlich. Wo mache ich den hin? Wäre schon halbwegs smart, wenn das irgendwie hier so wäre. Ja. Machst du das hier mal weiter? Aber ich habe eigentlich gerade eben schon genug Holz, ne? Daran werden wir gerade eben nicht scheitern. Das ist kein Problem. Latrine verseucht. Das haben wir kommen sehen. Ihr verseucht gerade eben so einiges. Wie ich gerade feststelle. Die gesamte Zone reinigen hier. Zum Glück haben wir genug Plastik. Jemand rasselt am Tore. A man and three of his children are making a ruckus at the gate. Okay, ein Mann und drei seiner Kinder wollen ein bisschen was zu essen und geben mir Forschung. Geiler Deal. Also, das gibt uns wieder eine Option, Freunde. Das reicht halt noch nicht für die Gefahrengutechnik. Belagerung. Will ich mal gucken. Ich könnte ja jetzt die zentralisierten Reparaturen machen. Instandhaltungswerk. Und dann hätte ich nämlich noch 75 übrig und müsste nur noch ein bisschen an Forschung bekommen, dann könnte ich die Metallplünderung schon starten. Ich glaube, das ziehen wir jetzt mal vor, Freunde. Das ziehen wir jetzt vor, damit wir da jetzt nicht die ganze Zeit an dieser Metallnummer scheitern. So, wir haben die ganzen Kakerlaken eingesammelt. Ne, haben wir noch nicht. Gibt noch ein paar Kakerlaken einzusammeln. Dem geht's inzwischen schon wieder ausgesprochen gut. Oh, hier gibt's jede Menge Sachen, die man noch einsammeln kann. Und es gibt auch jede Menge Wild, was man jagen kann. Na komm, sammle aber noch dieses Kakerlakenfleisch. Das gute Kakerlakenfleisch. Ich krieg ja gar keinen Vogel, wenn ich darüber nachdenke. Nein. So, sie ist jetzt wieder hier. Und regeneriert. Was ist jetzt los? Ah, er ist fertig. Gut.
Mission complete. Er hat nochmal ein bisschen Währung gefunden. 18 Werkzeuge, hat aber auch keinen Schaden genommen. Okay, jetzt ist halt die große Preisfrage. Wie baue ich hier jetzt etwas hin? Denn ich kann ihn ja anwählen, aber da passiert ja nicht viel dabei, ne? Passiert nicht viel dabei. Sounds good. Ich habe kein extra Menü. Of course. Ich weiß es nicht. Lass mal einfach das hier machen. Sternwarte. Ja, aber guck mal, die Sternwarte ist auch was Besonderes, wie ich gerade sehe, ne? Das ist anders als das hier. Das Museum ist einfach ein Ort, an dem ich einfach so Forschung bekomme. Das hier ist ein Ort, an dem ich einfach mit einem Forschungsaußenposten in dem Sektor Wissenschaft generieren kann. Tja, wäre halt cool zu wissen, was ein Forschungsaußenposten ist. Forschungsaußenposten. Gibt hier leider, glaube ich, kein Kompendium oder sowas in der Art. Na. Kurz mal Escape. Feedback verpassen. Nö. Nicht, dass ich es finden würde gerade. So, ja, hier ist eine Lagerstätte leer. Das war zu erwarten. Die Kakerlaken-Lagerstätte. Und gleich haben wir die zentralisierten Reparaturen. We've made a new discovery. Yay. Der First ist auf. Also dadurch haben wir jetzt das Instandhaltungswerk, das wir uns jetzt bauen können. Eine komplett neue Kategorie von Gebäude. Automatische Dekontaminierung und Reparaturaufgaben. Das gefällt mir, Freunde. Ach Gott, das ist schon wieder so viel eingesaut. Dann bauen wir das da jetzt mal hin. Könnt den hier nochmal so machen und danach, sobald das hier fertig gebaut ist, wird das jetzt hier hoffentlich dann unser Leben verbessern. Okay. Hier liegt das Zeug halt immer noch rum. Der Brunnen ist hier schon wieder eingesaut. Ich nehme mal an, dass das nur eine bestimmte Zone halt abdecken kann. In der die Verseuchung dann quasi von uns zurückgedrängt werden kann. Den bekommen wir dieses Mal. Die kostet auch 700. Wie soll ich das bezahlen? Ich habe 419 jetzt, ne? Die Nala. Auch eine Speerin, die sehr gut plündern könnte. Auch sehr gut Forschung holen könnte. Ja, soll am Tor warten. Was soll man da machen? What's up? So, die hat sich jetzt hier schon wieder fast vollständig erholt. Hier können wir jetzt die Arbeitszone so definieren, dass wir jetzt hier gerne mehr Holz hätten. Lagerstätte ist leer. Ja, hier kriege ich kein Holz mehr. Also gut, dann muss ich jetzt hier mein Holz hier herorganisieren. Hier haben sie schon ein bisschen Werkzeug eingelagert, das ist in Ordnung. Wow! Repariert mal schnell, muss eh dekontaminiert werden. Da kommt einfach mal wieder so ein Meteor runter. So völlig ohne Vorwarnung. Guten Morgen oder so, ne? Also, ich schicke sie wieder auf die Weltkarte. Sie ist ready. Oh, was ist da los? Ach, sie immer noch, ja. So, sie ist auf der Weltkarte, wunderbar. Yep. Ich frage mich halt echt, was ich tun muss, um das hier zu machen. Baue einen Forschungsaußenposten in den Sektor. Ja, au. Geh mal dahin. Vielleicht muss ich an der Grenze stehen, um was zu tun. Nee, auch nicht. Not gonna work.
Sie wird das nicht tun. Not gonna work. What's up? Ich brauche auch noch einen ganzen Tag. Okay. Sehr kurios, sage ich dazu bloß. Immer noch 15 Kinder. Da ist wieder eine Lagerstätte leer. So, mit dem Holz passt. Und hier ist jetzt nichts mehr zu holen. Das heißt, wir werden jetzt anfangen, hier diesen ganz tollen Bereich hier mit jede Menge Beeren einzusammeln. Oh yeah. Der lukrativsten Bereich überhaupt. Aber viel mehr kann ich jetzt auch mein Gebiet gar nicht mehr jetzt expandieren. Ne? Guck mal, also wir haben uns jetzt hier auch noch mal ein bisschen erweitert. Hier kommen bloß immer noch mehr Ruinen. Ein bisschen Plastik gibt es ja auch. Aber jetzt nicht gerade den geilsten Scheiß, ne? Gut, sie sind erst bei 68%, aber... Ihr wisst, was ich meine, ne? Das könnte besser sein. Was? Mason ist mutiert? Ist das gut oder schlecht für Mason? Immer noch zwei Gebäude verseucht. Genau, jetzt baut mal hier schnell mal hier diese Instandhaltungsfabrik. Ich möchte sehen, was das Ding uns leisten kann. Okay, es ist fertig. Wir können jetzt eine Arbeitszone hier definieren. Er soll jetzt hier alles in diesem Gebiet hier instand halten. Inklusive seiner selbst. Ich hoffe, der kriegt das hin. Wir haben noch 75 Forschung. Ich hoffe, dass wir demnächst noch irgendwie anders Forschung herbekommen. Penelope ist erwachsen. Oh yeah. Voll verseucht, die Gute. Das ist die gesunde Ödlandstrahlung. Die lässt mich im Dunkeln sehen. Die Valerie ist jetzt auch erwachsen. Sehr nice. Ja, die werden jetzt so nach und nach erwachsen. Das ist schon mal gut. Sind doch einige... Oh, zwei Kolonisten mutiert. Was soll ich denn noch machen, ey? Weiß es nicht. Gibst du? Ich weiß es einfach nicht. Ja, meine Fischreusen werden auch langsam aber sicher hier eingesaut. Yippie-yay-yay. Aha. Was mache ich mit ihm? Er kann auch das, die Nahrung hier kurz mal zusammen sein. Guck mal, weil wir sind schon immer ein bisschen knapp bei Nahrung. Und vor allem gerade eben bei Beeren. Wir haben immer so ein bisschen also wir haben eine Menge Kakerlaken. Ein bisschen was, was wir an Tieren fangen. 14 Fisch, 7, ja, und Beeren. Guck mal. Er ist jetzt wieder fertig. Mission complete. Er hat eine Menge Zeug eingesammelt. Ein bisschen Ressourcen. Also vor allem, ich glaube, das sind Jodtabletten oder sowas. Aber er kann immer noch hier nichts bauen, ne? Kann hier nicht bauen. Moving. Can't complete the order. Ich schicke ihn jetzt erstmal nach Hause. Ich werde das irgendwann schon noch rauskriegen, wie das funktioniert. Momentan weiß ich es einfach. Ich gehe momentan davon aus, dass mir einfach eine Technologie fehlt. Endlich fühle ich mich lebendig, sagt die Lilly. Das ist doch schön. Kolonist Edward ist verstrahlt.
Daran arbeiten wir auch noch. Ist eigentlich immer noch unsere Priorität in Sachen Forschung. Dauert halt bloß alles so ewig, ne? Wie weit haben wir uns... ich wollte nicht raus wollen. Wenn man zu weit scrollt, kommt man automatisch raus. 93%. Oh, da oben hat es mal Wasser. Und noch ein Wildschwein. Und jede Menge andere Sauereien hier. Das ist auf jeden Fall eine Grenze hier. Mehr Siedlungsplatz haben wir hier. Gut, dann wissen wir das jetzt. Vielleicht bin ich auch einfach schon viel zu früh über das Ziel hinausgeschossen, was geht. Kann ja sein. So, lass mal Just for Fun noch mal ein paar Straßen errichten. Oh nee, das ist doof. Das ist nicht so toll. So, Spezialist wieder einsatzbereit. Sie hat es das hier aufgedeckt. Hier gibt es Forschung. Da müssen wir hin. Okay. Wir brauchen diese Forschung ganz dringend. Keine Frage. Aha. Guck mal, wer da gerade eben nach Hause kommt. Der Polo. Und hat ein paar nette Sachen wieder mit nach Hause gebracht. Der darf sich jetzt erstmal ein bisschen regeln. Polo des Theo ist verstrahlt. Ready. Er macht ja 12 Damage. Ready. Er macht 20 Damage. Ich glaube, dass ich ihn jetzt mal nach draußen schicke. Komm, ich schicke ihn mal nach draußen. Kann er vielleicht für mich mal den einen oder anderen Problemfall lösen. Schick ihn mal dahin. Die Gang der Wölfe. Totenratten. Auch die Gang der Wölfe. Also er würde das sogar schaffen, Leute. Not going to happen. Lasst ihn das mal machen. Ich glaube, der Mann weiß, was er tut. Na, ah, hier muss wieder was repariert werden. Macht er das? Ist noch innerhalb der Zone? Es ist innerhalb der Zone. Oh, was ist da los? A group of colonists rushes back from the woods. Their faces filled with absolute terror. A frenzied mutated deer follows them to the colony, already knocking down a few tents. Okay, wir können dem Hirsch etwas zu fressen anbieten. Wir probieren's. Die Kolonisten stapeln Zweige und Gras zu einem leckeren Haufen in der Mitte der Kolonie auf. Bald darauf erscheint auch der Hirsch, der unterwegs alles in Stücke reißt. Er kreist um den Futterhaufen herum und beginnt schließlich in Ruhe zu fressen, vor allem weil wir ihm Fleisch und Fisch angeboten haben. Ein fleischfressender Hirsch. Die Kolonisten warten mit angehaltenem Atem ab, was er als nächstes tut. Er scheint mit dem Snack zufrieden zu sein und zieht wieder in die Wälder. Okay, das ist sehr gut. Wir haben jede Menge Zufriedenheit generiert. Oh, der hat einiges hier gerade eben zu reparieren. Ich setze da nochmal einen zweiten Arbeiter dran. Das scheint eine größere Aufgabe zu sein. Warum räumt niemand diesen Giftmüll weg? Ja, das ist eine verdammt gute Frage, weil wir die Umweltstation nicht kennen. Wir wissen nicht, wie es geht. Das ist der Grund und kein anderer. So, dann kannst du jetzt hier dich mal um diese Tolls hier kümmern. Derzeit wird hier wieder aufgeforstet. Oh nein, ein Wintersturm. Erste Schneeflocken und morgendlicher Frost sind die verräterischen Anzeichen für einen herannahenden Wintersturm. Die Kolonisten haben Mühe, sich warm zu halten.
da das Wetter schnell von kühl auf eisig umsteckt und starker Schneefall alles auf seinem Weg begräbt. Info und Rat: Heizöfen halten Unterkünfte und Arbeitsplätze in ihrem Wirkungsradius warm. Kolonisten, die Frost ausgesetzt sind, erkälten. Dauert das an, wird aus der Erkältung eine Unterkühlung, was zu Gesundheitsverlust führt. Kleidung, insbesondere aufgewertete, verringert diese Gefahr. Feldfrüchte und Seen frieren ein, was zu Produktionsstillstand führt. Ohne ein Heizgerät in der Nähe kommen werden Farmtiere sterben. Okay, wir haben ein Problem. Winter is coming. Wo haben wir das Zeug? Hier, Heizöfen. Wir müssen jetzt Heizöfen setzen. Ich setze jetzt mal den ersten, der mir einfällt, hier hin. Und einen anderen, wenn ich den jetzt hier hingemacht habe, setze ich dahin. Und einen dritten setze ich hier hin. Dann habe ich immer in diesem Bereich hier schon mal abgesichert. Also da, wo wir wohnen. Das weiß ich halt nicht, ob man hier sowas auch braucht. Keine Ahnung. Aber die Dinger sind auch zum Glück nicht sehr teuer. Also ich sehe jetzt hier schon mal quasi, was dadurch jetzt hier alles abgedeckt wird. Ne? Also es deckt wirklich das meiste jetzt hier von unserem Wohnbereich ab. Gut, hätte man das vorher gewusst, hätte man einen in die Mitte gesetzt. Ja! Was willst du machen? Ich wusste es vorher nicht. Worst case bauen wir irgendwann einfach nochmal alles nochmal neu auf. Vielleicht. Och, der lange Teil. 20 Lebenspunkte alle 12 Stunden. Das ist eigentlich gar nicht so wenig, aber ich komme dann trotzdem langsam vor. So, der erste Heizofen ist fertiggestellt. Feuerholz. Jetzt hoffe ich mal, dass Feuerholz einfach so produziert wird. Ja, okay, es ist Feuerholz da. Gut, 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 gut. Das war gerade meine allererste Sorge. Ich kann aber auch einstellen, dass das mehr sein soll. Ne? Mal 30 da rein tun. Boah, ich wünschte mir, ich könnte einfach 30 tippen, wisst ihr? Jetzt. Fertig. Den Holz haben wir genug. Ich werde gerade Wahnsinn. Es ist mir jetzt egal. So. So, Spezialist einsatzbereit. Job done. Oh, sie hat es geschafft. Das Museum wurde geplündert. Aber wo ist die Forschung? Die Forschung hätte bekommen sollen. Bin verwirrt. Okay. Bis jetzt haben die immer. Your command. Direkt nach Hause gebracht. Verstehe ich gerade eben beim besten Willen nicht. Oh nein, da ist eine. Die haben eine Forschung begonnen. Ja, die haben die Forschung hier begonnen. Ah, von alleine. Na, das deswegen. Okay. Ja, okay, wir kommen der Sache auch näher. Ich wollte bloß jetzt erstmal diese Metallsache machen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das automatisch drin ist. Naja, was soll's. Oh, ich sehe die Zeit gerade eben. Bin ja hart drüber.
bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ne? Schöne Zeit. Tschüss und ade.